Hallo und herzlich willkommen hier auf flügelwelter.de. In diesem Video möchte ich euch die PQ-Formel zeigen. Ihr braucht die PQ-Formel, um Nullstellen von etwas komplizierteren quadratischen Funktionen zu berechnen. Also wenn man die Lösung nicht sofort erkennen kann, besonders wenn es auch ein gemischter Term noch vorkommt. Ihr seht es also hier schon, x² plus x minus 2, das möchten wir jetzt lösen. Wir möchten auch auf die Lineardarstellung davon zurückgreifen können. Für beide Fälle bräuchten wir die PQ-Formel. Warum heißt die PQ-Formel? Weil das hier allgemein gelten soll. Und zwar sagen wir nicht unser Beispiel hier oben, sondern wir sagen x² plus p mal x plus q und suchen davon eine Nullstelle. Das machen wir auch wieder mit der quadratischen Ergänzung, die uns helfen soll. Wir haben also eine Nebenrechnung. In der Nebenrechnung sagen wir wieder, wir wollen eine quadratische Ergänzung. Wir wollen also auch wieder den x², den x mit einem Binom ersetzen. Das heißt, wir müssen wieder den Vorfaktor vor dem x durch 2 teilen, also x plus p halbe, und da rechnen wir das Binom aus. Nun, das ist x² plus px plus p halbe zum Quadrat. Das ist ja das ganz einfach die erste binomische Formel. Wir möchten aber x² plus px da drüben einsetzen. Das heißt, wir müssen das Ganze noch minus p halbe zum Quadrat rechnen. So, nun können wir das einfach hier drüben einsetzen. Und wir sehen, wir haben x plus p halbe zum Quadrat minus p halbe Quadrat und dann noch plus q gleich 0. Um das jetzt zu lösen, bringen wir einfach mal diese zwei Terme hier auf die rechte Seite. Also plus p halbe Quadrat minus q. Wir haben also x plus p halbe zum Quadrat ist gleich p halbe Quadrat minus q. Wir wollen im Prinzip ja nach einer Lösung für x haben, das heißt, jetzt müssen wir die Wurzel ziehen. Auf der linken Seite bleibt einfach nur stehen x plus p halbe und rechts bleibt stehen die Wurzeln aus dem ganzen Term, also Wurzeln aus p halbe zum Quadrat minus q. Das heißt, wir werden später verschiedene Fälle haben, weil diese Wurzel, wenn die natürlich von einer negativen Zahl gezogen werden sollte, gibt es keine Lösung, das ist nachher der Fall, den wir schon gesehen haben, dass eine Parabel einfach gar keine Nullstelle besitzt. So, und jetzt, wir wollen ja noch x auflösen, das heißt, wir müssen einfach nur noch diesen Term hier auf die andere Seite bringen, also minus p halbe, und schon sehen wir, x ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe Quadrat minus q. Nun haben wir hier ein Plus und ein Minus stehen, das heißt, wir kriegen zwei unterschiedliche Ergebnisse, deswegen x1, x2. Das, was jetzt hier rot notiert ist, nennt man die PQ-Formel und die müsst ihr unbedingt auswendig lernen. Weil das jedes Mal herzuleiten, kostet euch einfach viel zu viel Zeit. Nun wollen wir das auch noch kurz mal anwenden, damit ihr seht, dass das funktioniert. Wir nehmen unser Beispiel von da oben, das heißt, p ist 1, q ist minus 2, x1, 2 ist also minus 1/2 plus minus 1/2 ins Quadrat gibt 1/4, minus minus 2 gibt plus 2. Minus 1/2, lassen wir stehen, plus minus 1/2 plus 2, dann müssen wir einfach auf 1/4 plus 2, müssen hier auf die 2 auf Viertel erweitern, das heißt, wir haben 1 plus 8,
Viertel oder halt 9 Viertel. Wurzel aus 9 Viertel, naja, 3 Halbe. Also minus 1 Halb plus minus 3 Halbe. Das ergibt im ersten Fall, nehmen wir zuerst plus, minus 1 plus 3, also 2 Halbe. Somit 1. Und der zweite Fall, x2, also minus, minus 1 Halb minus 3 Halbe, ja, minus 2. Das heißt, diese beiden Lösungen sind unsere Nullstellen. Wir könnten jetzt f von x auch umschreiben als x minus 1 mal x minus minus 2, also plus 2. Diese Darstellung und diese Darstellung sind gleich. Nun, schaut euch mal die ABC-Formel noch an oder den Satz von Mieta, da hilft manchmal auch. Aber wie gesagt, lernt bitte diese Formel einfach auswendig. Dankeschön.